Willkommen zu Frequent Traveler TV Themenvorschau heute am 22. Juli. Und zwar haben wir ein Smartlynx-Moment bei SAS. Kondo hatte den ja auch. Kabine und so weiter, ihr versteht schon. Dann geht es weiter mit den Freunden aus Wien. Die haben ein neues, so grünes Logo für den Flughafen. Was soll uns das sagen, diese heimliche Änderung? Dann geht es weiter mit Airbus A321 XLR. Da gibt es unschöne News, weil die Reichweite nicht so lang ist. Ist das für uns gut? Ist das für uns schlecht? Werde ich besprechen. Dann haben wir nochmal 30 Minuten kostenloses Internet, wenn wir bei Lufthansa Travel ID Membership, wie heißt denn das eigentlich? Also wenn ihr bei Lufthansa jetzt mal die Travel ID eingerichtet habt, kriegt ihr 30 Minuten Internet. Also 30. 50 wäre toller oder für immer topfrei. Das wäre natürlich auch geil. Und wir haben dann eine Hilton Status Challenge für Gold und für Diamond sogar. Erkläre ich euch, wie die geht. Dann gilt der Status sogar bis 2025. Und wir haben einen Dison-Deal mit JetBlue. Da geht es von Paris nach New York. 1299 Euro Abfahrt. Genau, so, nochmal geguckt und gemacht und getan. Also, denkt dran, heute Abend 19 Uhr Frequent Traveler TV. Solltet ihr das schauen bevor 18 Uhr, dann könnt ihr auch reinschalten zur Kreditkartengeschichte, da werde ich ein bisschen über Kreditkarten erzählen. Also, heute Abend einschalten, denkt dran, abonnieren, Kanalmitgliedschaft, subscribe. Ach, ihr macht das alles, ich muss das heute schnell machen, aber wenigstens das Wetter ist hübsch. Also, danke euch, bis heute Abend 19 Uhr. Also, bis gleich, freue mich. Ciao. So, wo ist denn der Aus? Hier.